Bei dir geht es ums Album. Und Album, ja. Genau, und da ist mein Halbsatz ganz einfach, Luxshow ist? Ein Muss. Wofür? Für Rap-Hörer. Muss jeder einmal gehört haben. Muss auf jeden Fall jeder gehört haben, bevor er anfängt zu haten oder irgendwie seine Meinung sagt. Was ist denn das Besondere dran? Es ist sehr vielfältig. Das Album ist sehr vielfältig. Ich meine, du hast ein bisschen, du hast fünf oder sechs Songs gehört. Du hast gesehen, nicht jeder Song hat gleich geklungen. Viele Facetten, verschiedene Flows, verschiedene Stimmungen. Und ich habe 25 Songs auf meinem Album, Alter. Wer macht 25 Songs, Alter? Das ist eine Menge Holz auf jeden Fall. Ist eine Menge Holz. Ich habe mir eine Menge, es war eine Menge Arbeit, Alter. Und wie lange hast du daran gesessen? Insgesamt ein paar Monate auf jeden Fall, Alter. Und die ersten drei Singles, die ich rausgenommen habe, Guter Arsch, diese, Wandel der Zeit, Essens Nummer 1. Guck mal, was für drei verschiedene Dinger da sind. Ja. Guck mal, ich habe zum Beispiel Wandel der Zeit, ich will jetzt nicht überheblich klingen oder irgendwie irgendeinen anderen Rapper schlecht machen, aber ich habe mit Wandel der Zeit auf jeden Fall Storytelling auf einen neuen Level gebracht, Alter. Was das ehrlich, war mir, glaube ich, auch persönlich sehr wichtig. Das war sehr persönlich, Alter. Und ich glaube nicht, dass einer jemals eine persönliche Geschichte so krass über seine eigene Familie oder über sich selbst gebracht hat. Es gibt Storytelling, die sind krass von Leuten, von Rappern, die ich auch feiere, aber das sind halt so Storys über irgendeinen Kollegen, den die kennen oder vielleicht eine erfundene Geschichte, man weiß nicht. Aber Digga, da geht es um meinen Vater. Was gibt denn Realeres als Wandel der Zeit? Gibt es nichts. Das ist Rap. Du rappst über deine Familie, Alter. Was dich bedrückt, was dich... Verstehst du, was ich meine? Muss man nicht machen. Man muss den Leuten das nicht erzählen. Muss man nicht. Aber ich bin nun mal ein persönlicher öffentlichen Lebens. Und diese Sache ist ja auch in Essen kein unbekanntes Blatt. So. Das weiß man bei uns in Essen. Viele wissen das. Das war mir mal einfach so ein Drang, das den Leuten mal zu zeigen, dass sie vielleicht sehen, wie ich groß geworden bin, warum ich so geworden bin, wie ich jetzt bin vielleicht. Vielleicht hat das solche Hintergründe, meine Kindheit, so. Das ist einfach was Reales, Alter, was Ernstes. Und das finde ich das ist auf einem sehr hohen Level. Und wer das nicht respektiert, muss wirklich ein Hurensohn sein. Das war dann der Punch noch am Ende. Punkt. Können wir so stehen lassen. Ich durfte eben ja, wie gesagt, ein bisschen reinhören. Und da ist mir schon aufgefallen, dass du auch hier und da schon auch noch mehr ins Privatleben, wenn es nur mal eine Line ist oder mal ein kleiner Satz zwischendurch oder mal eine kleine Geschichte, aber schon ins Privatleben blicken lässt. Auf jeden Fall. Ist es dir denn wichtig, was die Leute für ein Bild da draußen von dir haben? Oder, also ich meine... Ja, was heißt Bild? Um ehrlich zu sein, ich bin ja nicht zu Hause und denke mir, ich mache jetzt eine Line über meinen Onkel oder meinen Vater, weil ich denke, das könnte den flashen. Ich mache das, weil ich mich damit therapiere, Alter. Ich möchte selber meinen Seelenfrieden so irgendwie finden und das ist ja das, was mich beschäftigt. Ich mache ja Mucke, die mir gefällt. Ich gehe ja nicht davon aus, dass es dir vielleicht gefällt oder nicht gefällt. So, ich mache das, was mir gefällt. Und wenn es dir gefällt, bist du mit mir auf einem Nenner oder kannst dich damit identifizieren oder was auch immer. So, ich mache das, weil das mich bedrückt zu Hause. Ich denke mir, Alter, das war eine miese Zeit, das schreibe ich jetzt auf. Ich schreibe das von der Seele, damit ich morgen nicht mehr dran denken muss. Ich habe es aufgeschrieben, ich kann es mir anhören, muss ich mir dran denken. So. Und natürlich ist auf Album sehr viel von meinem Privatleben auf dem Album, aber auch ob du willst oder nicht, waren hier und da viele Lines, die von meinem Privatleben waren. Guck mal, ich habe einen Song gemacht, der ist Richtung Himmel auf dem letzten Album. Guck mal, wie krass persönlich der ist. Digga, weißt du, ich meine? Und ich mache immer persönliche Sachen. Auf jeder meiner Alben waren persönliche Sachen. Auf dem Jesse James Album war mein Tagebuch, Einzelgänger, das sind richtig krass persönliche Dinger. Auf Schutzgeld waren die Sirenen, was sehr persönlich war. Ich habe immer solche persönlichen Dinger gemacht. Und die haben halt nicht so viel Gehör gefunden, dass ich dafür jetzt so bekannt sein muss. Mhm. Aber jetzt mit Wandel der Zeit habe ich auf jeden Fall weil ich auch dazu natürlich ein Video gemacht habe und es hat auch gut gezogen. Jetzt weiß man, der ist auch für so ein Shit gut, so, weißt du so? Das ist dann am Ende eine weitere Facette. Auf jeden Fall, ja. Was ist denn dein Lieblingssong? Vom Album? Boah, Digga, ich habe 25 Songs da drauf. Ich finde die natürlich selber alle sehr gut. Ist ja klar, ist ja mein Album, muss ich auch sagen. Aber ich finde die wirklich alle cool, Alter. Die sind alle richtig gut gelungen. Ich habe da sehr viel Zeit investiert. Aber ein Song, den ich da halt wirklich ständig höre, Alter, ist... Das ist eine schwierige Frage, ich weiß. Ja, aber ich hab so drei, vier Songs, die ich wirklich immer wieder höre. Das ist ein Song zum Beispiel, der heißt Früher waren wir Gangster. Ja. Da mache ich so ein bisschen mit den Hipstern ein bisschen. So, die Hops. Hebe die Hop mache ich mit denen. Den hast du ja auch gehört. Früher waren wir Gangster, heute sind sie Hipster. Ja. Das ist dir eine Herzensangelegenheit, das klar zu machen, oder? Ja, auf jeden Fall, Alter. Ja, du kommst ja dann auch wahrscheinlich eher aus der Tupac-Fan-Generation. Digga, Tupac Nummer 1, Digga. Wer Tupac nicht feiert, ist ein Hurensohn. Ja, der auch. Aber das ist eine andere Sozialisierung, das ist eine andere Entwicklung, die man hat, wenn man mit Tupac groß wird und wenn man mit Künstlern groß wird, die von heute kommen wahrscheinlich. Ja, das Problem ist, ich bin ja jetzt mittlerweile 27. Die Künstler, die jetzt am Start sind, zum Beispiel ein Justin Bieber, sagen wir es als behindertes Beispiel jetzt.
Ja, wollen wir jetzt nicht auf Tupac Stufe stellen, aber. Ja, wie heißt er als Rapper? Der hat auch einen Rappernamen jetzt. Hat der echt? Ja, der hat sich dann. Ja, echt jetzt? Ja, der nimmt, dann hat sich einen Rappernamen. JB oder was? Ja, irgendwie so, oder? JB, Jason? Vielleicht wisst ihr das in den Kommentaren, aber es gibt einen Rappernamen von Justin Bieber. Jetzt ich habe jetzt Justin Pass Bieber. Pass mal auf, dem verlosen wir. Wollen wir dem Album verlosen, der das weiß? Nennt okay. uns den Rappernamen von Justin Bieber. Der erste Kommentar gewinnt ein Album. Okay. Habe ich jetzt einfach mal behauptet. Wenn nicht, packe ich irgendeine andere CD rein. Auch cool. Ha? Mir gibt es nichts umsonst. Nicht der erste Kommentar? Achso. Der Kommentar mit den meisten Likes. Der Kommentar mit den meisten Likes ist auch hart. Der ist hart, Digga. Ich kriege gerade den Hinweis, dass wir nicht mehr den ersten. Dann müssen die ihre Freunde mobilisieren. Like mal, Mann. Dann mehr Klicks, Alter. Der mit den meisten Likes. Guck mal hier. Sinan G sagt, der mit den meisten Likes. Was sagst du? Ja, wir nehmen den mit den meisten Likes. Aber ich meine, du musst. Bruder, ich bin Social Network. Ja, und du musst ja auch die CD raushauen. Insofern auch noch. Also, der mit den meisten Likes gewinnt eine CD. Also, so, aber zurück zum Thema. Justin Bieber. Auf jeden Fall, Justin Bieber ist nur als behindertes Beispiel genommen. Der ist ja kein Rapper, Alter. Aber der hat viele Fans, auch viele Jugendliche so. Ich kann mich ja damit nicht identifizieren. Ja. Weil es auch zum Beispiel, damit das halt mehr in die Rap-Ecke geht, zum Beispiel Drake oder Lil Wayne, sagen wir mal. Ist coole Musik, aber das bin nicht ich. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Tupac war für mich so der Rebell, der sich gegen den Staat aufgelehnt hat, der gesagt hat, was Sache ist. Und so ein Typ war ich ja auch. Ich war ja so ein Typ so und bin immer noch so ein Typ irgendwo. Und das ist halt das, was mich geflasht hat, immer noch flasht. Mit einem Drake, Bruder, oder mit einem Lil Wayne. Das ist Lil Wayne, Bruder, wenn ich mir den angucke, ich denke, mich gucken Schwulenporno mit seiner Panda-Hose, hier diese Leoparden-enge Hose, Bruder. Ich hätte mir von denen einen lutschen lassen im Knast vielleicht so. Da schweige ich drüber. Ja, so vielleicht hätte ich mal machen. Langeweile hätte ich sein Gesicht an meine Eier gedrückt. So, ich bin peinlich berührt gerade, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, Digga, was soll ich machen, Digga? Ich bin nur ehrlich, Digga. Ehrliche Haut, Digga. Kauft mein Album, ich bin ehrlich. Real, Bruder. Ja, ich merke das schon. Ehrlichkeit. Guck mal, jetzt hast du mich Ehrlichkeit wird doch belohnt, oder nicht? Ja, aber jetzt hast du mich mit Panda-Hose und mit hier Leopardenhose und Knast auf jeden Fall gerade aus dem Konzept gebracht, weil ich meine Überleistung zu meinem nächsten Halbsatz bringen wollte. Vielleicht brauche ich das irgendwo in dem nächsten Album mit ein, so eine Nein. Ja, Panda-Hose, okay. Leopardenhose, was auch immer. Ja, guck, dann erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Wann bist du denn zufrieden mit dem Album? Mein Halbsatz ist, Erfolg ist... Bei positivem Feedback bin ich zufrieden, Alter. Ja? Ja. Das heißt, wenn die Leute es feiern? Wenn die Leute es feiern und mir schreiben, hey, ich fühle das, ist cool, bin ich glücklich, Alter. Dann weiß ich genau, es hat was gebracht, ins Studio zu gehen und den Leuten zu erzählen, was Sache ist. Aber so wie ich dich einschätze, bist du bestimmt auch ungeduldig. Du willst auch wahrscheinlich Erfolg und eben möglichst schnell und möglichst viel erreichen und möglichst weit kommen. Wer nicht? Welcher Mensch möchte das nicht? Ja. Welcher Mensch möchte das nicht? Aber das Problem ist, das... Sieh es an ein Baustück. Wenn du es schnell bauen willst, geht es schnell kaputt. Verstehst du, wenn du vernünftig ein Haus baust, vernünftig mit Fundament, mit Wand gucken, dass Dichtung stimmt, alles, dann kannst du lange leben. Verstehst du? Und ich möchte meinen Erfolg nicht erzwingen oder den Leuten sagen, ey, guck doch mal, ich war doch im Knast, ey, guck doch mal, das wissen die Leute auch. Natürlich muss ich auch hier und da immer darüber sprechen, ist doch klar, weil das kann ich nicht von mir wegschütteln, ist nun mal so. Und ich möchte halt meinen Erfolg halt nicht erzwingen. Ich möchte halt coole Mucke machen und wenn die Leute dafür bereit sind, sind sie dafür bereit. Wenn nicht, dann nicht. Dann arbeite ich halt weiterhin drauf und es gibt immer Leute, die es gefällt. Es gibt auch Leute, die es nicht gefällt. Muss man mit leben. Ist das denn das beste Sinan-G-Album, dass du jetzt hättest machen können? Bist du selber bei 100% oder merkst du selber, also ganz ehrlich, von Mal zu Mal noch immer mehr? Ich steigere mich 100%ig. Also jetzt nach dem Album, ich war ja öfter wieder auch im Studio, ich habe auch wieder neue Beats gepickt. Da sind mir neue Ideen gekommen, noch besser, noch krasser so, wo ich denke, Alter, hätte ich das noch da auf den Album gepackt. Aber das Album ist wirklich schon auf 100% so, wo du dir das anhörst und wenn du alle Songs gehört hast und denkst dir, Alter, bäh, der hat da was richtig ausgepackt, das ist geil, viele Facetten, das ist Hammer. Was macht er als nächstes? So, und ich werde auf jeden Fall einen draufsetzen, weil ich kenne mich selber, weil ich bin auch irgendwo auch ein Perfektionist, weil ich möchte auch gerne mich selber übertreffen. Und das werde ich auf jeden Fall mit meinem nächsten Album bestimmt schaffen, Alter, denke ich mal, hoffe ich. Und, aber, Bruder, die haben erstmal jetzt hier ein ganzes Album, 25 Songs, Alter, die sollen erstmal damit zufrieden sein, bis der nächste Shit kommt. Weil ich muss mich auch entwickeln, Digga. Fans müssen mir schon die Chance geben, mich ein halbes Jahr, ein Jahr noch auch zu wiederzufinden, weil ich habe jetzt gerade 25 Songs fertig gemacht, sogar 28 habe ich fertig gemacht, 3 sind nicht aufs Album, die fliegen im Studio rum, weil das heißt ja auch alles Arbeit und Zeit und ich muss mich selber finden und auch wieder schreiben, das ist auch Arbeit, das haben wir nicht vergessen
Und ja, die haben jetzt erstmal Material und können es feiern, tot feiern. Und dann komme ich um die Ecke mit einem Shit, wo die sagen, Junge, Junge. Ja? Auf jeden Fall, Alter. Aber du hast schon noch, das merkt man dir jetzt ja an, schon den Hunger und das Feuer, dass es auch ziemlich schnell gehen kann. Denn das ist ja was, was im Moment sehr wichtig ist, ja, dass man muss schnell am Ball bleiben. Immer nachlegt. Man muss am Ball bleiben, auf jeden Fall. Man darf sich nicht zu viel Zeit lassen. Ich habe mir nach dem Ob du willst oder nicht Album halt über ein Jahr jetzt Zeit gelassen, bis Lack Show jetzt kommt. Also natürlich lag das auch an Label und so, ich habe das Label gewechselt, bla, also das Label im Sinne von Vertrieb und so. Weil die wohl, das sind jetzt halt ein paar andere Probleme, ich werde da nur sauer und muss einzelne Leute beleidigen von denen. Das muss nicht sein. Ne? Muss nicht sein, deswegen seid zufrieden mit der Antwort, dass die einfach bankrott sind, aus welchen Gründen auch immer, ist egal, auch hier und da Scheiße gebaut oder was, keine Ahnung. Und bist du denn zufrieden, wo du jetzt bist, mit der Zusammenarbeit? Ja, im Moment bin ich sehr zufrieden, hat reibungslos geklappt. Natürlich ist das erste Mal, dass ich mit diesen Leuten zusammen arbeite. Hätte vielleicht hier und da noch irgendwo ein bisschen besser sein können, aber es liegt nur daran, dass man sich noch nicht so gut kennt. Ich denke auch, dass das mit dir zusammenarbeiten auch echt schwierig sein kann, wenn man nicht weiß, wie du tickst. Ganz ehrlich, das stellen sich viele vor, dass das so ist, aber ist es gar nicht. Weil ich bin wirklich Eigenlob stinkt eigentlich, ne? Eigentlich sage ich das nicht so, aber es ist wirklich so. Ich bin voll der Liebe zuvorkommende Typ bei der Zusammenarbeit, weil ich nie einen fertig machen will oder am Telefon, ey, du hast aber das falsch gemacht, nein, mach, änder das. Voila, ich bin voll gechillt und voll cool. Keiner hatte mit mir bis jetzt Probleme. Und es gab, wenn jeder, der mit mir zusammengearbeitet hat, frag jeden, der wird niemals sich beschweren und sagen, ey, das Sinan hat so, hat geschrien oder gemeckert oder beleidigt, geflucht. Ich bin immer top gewesen, Alter. Ja? Ja, wirklich. Warum machst du das so? Ist dir das besonders wichtig? Kontrollierst du dich da selber? Ich weiß es nicht, ich bin einfach ein Typ, ich habe mit der Zeit gelernt, Alter, dass man auf jeden Fall Geduld haben muss und dass man auch korrekt sein muss, weil, Digga, irgendwann, du kommst zurück und dir geht scheiße und diese Leute, vielleicht brauchst du deren Hilfe oder verstehst du, du musst wieder zusammenarbeiten, die sind dann abgefuckt auf dich, wofür? Man macht die Verbindung und die Arbeitsmoral will man nicht kaputt machen, damit man auch dauerhaft zusammenarbeiten kann, damit die Atmosphäre cool bleibt. Das, weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn du mal zu einem Zeitpunkt gekommen bist, wo es dir schlecht geht oder Scheiße baust oder was auch immer, dass die Leute dir auch helfen, mit Herz, nicht erzwingen. Ich mag das nicht, wenn einer mir hilft, weil er denkt, er müsste es tun. So, ich will nur, dass man mir mit Herz hilft. Wenn man sagt, ey, ich mag den Jungen, komm, ich mach. Nur so, anders brauche ich diese Hilfe nicht. Will ich nicht, weil ich bin dazu viel zu stolz. Weißt man du? Trifft sich auch immer zweimal im Leben. Das ist es, Bruder. Aber nicht nur, die Leute sehen nicht nur mich zweimal im Leben. Weißt du, was ich meine? Ich sehe die auch zweimal im Leben. Das heißt, die sollten auch mit mir besser cool bleiben, sonst werden die ihre Mütter gefickt, Bruder. Tief in den Arsch, Alter. Schön, dass du stehst, ich mag ja, Mütter, weißt du? Ja, ich weiß schon. Ich merke auch, dass so immer dann, wenn man wirklich mal so ein paar ernste Worte von dir kriegt, am Ende noch ganz kurz einmal in den Arsch rein. Das ist so dieses oder? Image, ich muss das beibehalten. Ich bin Gangster, Digga. Pass auf, mach's nicht. Sei nicht zu lieb am Ende hier. Das können wir nachher komme ich noch voll wie so ein guter Junge rüber, Alter. Ja, so ein Bullshit. Dann denkt ihr, ein 16-jähriger Kanacke, ich kaufe dein Album nicht mehr, der ist gar kein Dieb. Ja, genau. Das ist gar nicht wie ich. Gebe ich dir gleich den nächsten Halbsatz, mit dem du loslegen kannst. Frauen sind schöne Geschöpfe. Wenn ihr wisst, was hier eben gerade gesagt wurde. So, alles wunderbar. Aber sie spielen schon ein ziemliches Thema bei dir, ne? Also, Bruder, wäre ja auch behindert, wenn nicht, Alter. Ja, aber dann auch schon auf die eine oder andere Art und Weise, ne? So, es ist. Was willst du hören von mir, Digga? Dass ich ein Ficker bin, Alter? Frag doch mal einen Löwe, ob der Fleischfresser ist, Digga. Der wird dir nicht sagen, nein, Alter. Ja, aber. Wir haben ja am Anfang so ein kleines bisschen darüber gesprochen, dass du in manchen Situationen vielleicht auch mal darüber nachgedacht hättest, Mensch, ich hätte jetzt auch schon ein Kind, Frau, Familie haben hätte, können. Hätte, Fahrradkette, Bruder. Genau, aber ist einfach nicht. Hast du jetzt... Hast du nicht meinen Song gerade gehört? Ja. Was nicht sein sollte, sollte nicht sein? Ja, stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. Damit bringst du es im Prinzip schon auf den Punkt, aber trotzdem hätte Fahrradkette. Würdest du gerne Familie haben? Hundertprozentig, ja. Aber dafür brauchst du noch ein bisschen Auslauf für den Löwen, ne? Nee, Quatsch, der Löwe ist gestärkt, Bruder. Ja? Der hat seine Trophäen in ganz Deutschland, Bruder, markiert. Ja. Bruder, die Weiber, weißt du, die Weiber humpeln schon. Was ich gerne mal machen würde, also bei dem einen oder anderen Rapper gerne mal das Telefonbuch im Handy mal durchgucken und mal nachgucken, wie die alle heißen. So. Die heißen doch dann meistens nur so Hamburg oder bei mir die Rapper-Namensliste? Nee, die. Ach, die Weiber, die, ne? Die Weiber. Boah, willst du bei mir nicht sehen, Alter. Hure, Schlampe 1, Schlampe 2,
Hamburg Fotze 4. Sag mal, hast du hier nicht. Wir zeigen es auch nicht. Aber das, willst du das sehen? Ich zeige es dir. Privat, Digga. Ich bin ja, so ja, da. Ja. Weil mein Handy ist aber da. Du kriegst die schon, kannst dich schon alle auseinanderhalten. So. Boah, ist schwer, Digga. Gib mir das ja genau. Siehst du, dann wird er neugierig. Gucken wir mal, Alter. Ja? Gehen wir mal einfach Hu rein. Guck mal, Moneyboy. Der kommt bei Hu. Gloria. Gloria, Hure, Hure, unbekannt. Hurensohn, Hurensohn noch 100. Hurensohn, Kind. Und du weißt schon, wer dahinter ist. Ach, das ist klar. Neue Hure, Internet-Hure, Hurensohn, kein Plan. Das ist jetzt nur unter Haar. Guck mal, unter Fotze. Ah ja, hier auch noch. Fotze. Mariam Fotze. Aber gut, dann kommen die Fotografen. Das ist dann das wir raus. Aber großartig. Da haben wir noch irgendwas. Ja, freust du dich, wenn du nach Hamburg kommst? Guck mal hier, Digga. Puff. Wenn ihr wüsstet. Alter Schöne. Großartig, finde ich gut. Aber guck mal, ist auch ein Schatz dabei. Das heißt, ja, auch ein Schatz, das ist natürlich... Aber 20 Mal, aber dann auch mal wenigstens mal eine. Wenigstens eine ist Schatz, aber ja. Die ist dann auch mein Hauptschatz. Ja, die ist mein Hauptschatz. Und das, dabei bleibe ich auch. Ich bin eine treue Seele auch. Ja, find ich aber gut. Freust du dich, wenn du in Deutschland unterwegs bist? So, Hamburg? Ja, hier war ich ja sehr oft schon. Ja? Ist nichts mehr Neues. Ja, kennst du alle schon. Ja. Ja? Hast du die eine, hast du alle. Wenn wir jetzt ein bisschen was über dich erfahren und gelernt haben, möchte ich nochmal einen Halbsatz anbringen, der auch noch ein bisschen allgemeiner gemeint ist. Freiheit bedeutet? Alles im Leben. Hast du das über die Jahre sehr, also mehr schätzen gelernt? Ja, klar, hundertprozentig, ja? Mann, ey. Ja, weil ich denke nämlich schon darüber nach, das Original, das ist dann auch ein bisschen abgedroschen, aber wenn man eine Knasterfahrung hat, hat man natürlich ein ganz anderes Verhältnis dazu. Hat man ein ganz anderes Weltbild auch. Ja, genau, als das, wenn du in deinem ganzen Leben nichts passiert ist und du nichts Schlimmes gemacht hast, dann ist Freiheit vielleicht auch, dann regst die du dich Leute, über Deutschland auf. Das Problem ist, die Leute können das nicht nachvollziehen, die es nicht wissen. Ja. Weißt du, ich meine, das ist sehr schwer nachzuvollziehen. Die können halt nur sagen, ja, ich glaube, ja, ich denke mal so. Aber wenn du erstmal eingesperrt bist und wirklich dir die Freiheit, diese frische Luft, die du kennst, allein schon dieses Gefühl, dass du selber eine Tür aufmachen kannst, wann du willst. Mann, das sind Sachen, Alter, die sind Gold wert, Alter. Da merkst du, dass Geld, all dieser Scheiß, kein Ruhm, Respekt und all von irgendwelchen Spastis, die du eigentlich auch gar nicht brauchst, ist alles nichts wert. Die Freiheit ist so kostbar. Es gibt nichts Wichtigeres als die Freiheit. Gilt das auch für die Freiheit der Arbeit, die man machen möchte? Also ich meine, du bist ja jetzt auch frei in dem, was du machst. Also ich kann mir dich nicht vorstellen in irgendeinem Job, wo man dir sagt, sei bitte um 10 Uhr da und geh um 18 Uhr wieder nach Hause. Ja, Montags bis Freitags. Welcher Typ, es gibt ja in Deutschland tausende Typen, die vielleicht so wie ich sind, so weißt du, welcher von diesen Typen will nicht gerne sein eigener Chef sein? Ich meine, du willst doch auch gerne dein eigener Chef sein und dir nicht was sagen lassen. Aber Die Leute verwechseln das immer. Die denken, ich will mir nichts sagen lassen. Das ist doch nicht so, dass dein Chef dich zu einem Köter macht. Ey, du bist 10 Uhr hier. Das sind feste Arbeitszeiten, Alter. Du musst 10 Uhr da sein, der Laden muss 10 Uhr geöffnet werden, Alter. Du arbeitest, dann musst du ihn aufmachen, Alter. Ja, weißt du, ich meine? Genau, das genau. Ist ja nicht so, dass die Leute, die übertreiben das mit, ich will mein eigener Chef sein, ich will mir nichts sagen lassen. Was für sagen lassen, Alter? Der ist da, der arbeitet da, du bist da neu, du musst hören, was der sagt, sonst weißt du gar nicht, wie es abläuft. So. Aber natürlich bin ich mein eigener Chef im Sinne von was Eigenes aufbauen, dass Leute, dass ich denen sage, guck mal, 10 Uhr bist du da, kümmere dich bitte darum, die kriegen ja dafür Geld. Ist ja nicht so, dass die das Gefallen tun. Das ist ein Geschäft, Alter. Weißt du, ich will mir nichts sagen lassen. Was du willst, du kriegst dafür Geld, du Pisser, Alter. Was ich meine, das ist ja nicht so, dass du es umsonst machst, ehrenamtlich. Du bist ja aber im Zweifel auf einem ganz guten Weg, ne, mit alle Zahlen an Fans und Usern steigen überall. Auf jeden Fall, das Album ist dann ja wohl auch auf einem ganz guten Weg. Ich drücke die Daumen für die Vorbestellung. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, genau. Was ist denn die Aussicht für dich? Also der letzte Halbsatz, Sinanji wird immer wachsen. Ja? Ich arbeite immer einfach mich weiter vor. Ja. Und es gibt also nichts, was dich frustriert wieder vom Rap machen irgendwie wegbringen kann. Quatsch, oder so. Warum? Ist es mein Hobby? Ich mag es.
ich mag Musik, ich mag es, auf der Bühne zu stehen, ich mag Songs zu schreiben, ich mag es, im Studio zu sein. Warum soll ich damit aufhören? Es ist doch mein Ding, ich will das doch gerne machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück dafür, also auch für dieses Album. Das Ganze kommt am 23.01. Es sind so viele Release-Termine im Januar, ich wollte nichts Falsches sagen. 23. Januar. 23.01. Und mein Hinweis an euch da draußen ist auf jeden Fall, ihr solltet auf jeden Fall zumindest einmal reinhören, denn sonst sind sie ein Hurensohn, wie wir gelernt haben. Ja, weil guck mal, du darfst nur urteilen, wenn du auch gehört hast. Aber sie werden ja Möglichkeiten haben, reinzuhören. Und mein persönlicher Tipp dabei ist das Ding mit Motrip. Denn ich finde ganz ehrlich, das verkörpert ungefähr so alles, was wir an Personen von dir jetzt hier gerade beschrieben bekommen haben, in einem einzigen Song. Dass man glaubt, das ist der Typ. Ja, in einem Song, das stimmt wirklich. Das ist Teenage in einem Song. Mit einem Drum und Dran. Inklusive Abziehen und, ach komm. Komm, mach jetzt. In diesem Sinne nochmal Handschlag. Ich danke dir. Auch wenn Martin das nicht so gerne mag. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.